Hallo und guten Abend, ihr lieben Geschwister. Ich grüße euch sehr herzlich zu unserer Fortsetzung in der Reihe Bibel im Gespräch. Wir beschäftigen uns ja mit den Himmelreichsgleichnissen. Da machen wir euch jetzt auch Fortsetzung. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über den Textzusammenhang, darüber auch, dass die Himmelreichsgleichnisse nicht zur Verdeutlichung von etwas sind, sondern zur Verhüllung. Wir haben in dem Textzusammenhang gesehen, dass Jesus eine sehr harte Auseinandersetzung gehabt hat mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, und dass er, nachdem sie ihm dann vorwerfen, dass er einen Dämon hat, dass er sie dann verwirft. Er verwirft sein Volk Israel und wendet sich der Gemeinde Jesu zu. Er wendet sich allen denen zu, die mühselig und beladen sind. Und zwar allen ohne Ausnahme. Ja, das ist schon sehr früh in den Evangelien schon angedeutet, in den Worten Jesu. Und er wendet sich praktisch von seinem Volk ab, weil sein Volk ihn nicht will, weil sie nicht hören und weil sie ihn ablehnen als König Israels. Ja. Und dann steht in Matthäus 12, glaube ich, von der Zeit an begann Jesus und sprach: Kommet her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nicht wie die Last vom Gesetz. Ja, auch ein interessantes und wichtiges Thema. Dann hat Jesus angefangen, in Gleichnissen zu reden. Die Menge sitzt am Ufer, Jesus ist auf dem Schiff und dann beginnt er seine Gleichnisrede. Und ich versuche mich in die Situation reinzuversetzen, dass die gedacht haben, da ist jetzt ein bekannter Rabbi, der wird uns jetzt das Gesetz erläutern und auslegen, wie wir das Gesetz tun sollen und was wir, wie wir leben sollen, ja, wie unser Wandel sein soll und unser Verhältnis. Und dann redet Jesus vom Fischfang und vom Backen, vom Säen, von jemandem, der einen Schatz gefunden hat, von jemandem, der heiraten will. Ganz banale Dinge, sodass die Zuhörer gesagt haben, was redet der denn da? Das ist das so, als ob jemand heute in der Predigt erzählen würde vom Einkaufen oder wie man einen Wasserhahn repariert oder wie man eine Hose umnäht, ja. Also Dinge aus dem Alltag, und die waren für die Zuhörer komplett verhüllt. Aber die Bibel sagt in Matthäus 13, 34, solches alles redete Jesus durch Gleichnisse zu dem Volk, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen die Heimlichkeiten von Anfang der Welt. Hier geht's also um Heimlichkeiten, um Geheimnisse. Und deswegen sagt Jesus auch zu den Jüngern, euch ist es gegeben, diese Geheimnisse zu verstehen, aber jenen ist es nicht gegeben. Das heißt, Jesus verhüllt seine Worte in einer Gleichnisrede, in Rätselsprüchen, ja, die rätselhaft sind und die er seinen Jüngern in Besonderheit auslegt. Das Gesetz vom Sinai, das musste nicht ausgelegt werden. Da stand drin, wie man sich verhalten sollte, was man tun sollte. Auslegung, Erläuterung ist eine neutestamentliche Sache. Die beginnt hier eigentlich schon. Und das ganze Neue Testament ist eine Auslegung des Alten. Eine Erklärung dessen, was die Schlange in der Wüste bedeutet hat, ja, die Mose erhöht hat, dass die auf Christus zu deuten war, das ist eine Auslegung. Diese Begebenheit, diese tatsächliche Begebenheit aus dem Alten Testament, wir sehen ja auch später, dass das Volk mit dieser Schlange dann Götzendienst betrieben hat, dass die der einen Namen gegeben haben, Nehustan, dass Hiskia die erst zerstört hat, also das ist ein Fakt gewesen, also das war eine Tatsache, eine tatsächliche Begebenheit. Aber dass diese tatsächliche Begebenheit einen tieferen Sinn hat, nämlich ein Bild ist, eine Allegorie, ein Gleichnis, ein Rätselspruch auf Golgatha. Christus zur Sünde gemacht. Alle, die auf ihn sehen, sollen leben. Auslegungen finden wir im Neuen Testament.
Denn das wahre Licht scheint jetzt, sagt Johannes. Ja, wir haben kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was wir schon immer hatten. Aber trotzdem geben wir euch gleichwohl, geben wir euch ein neues Gebot, nämlich das wahre Licht scheint jetzt. Dieses alttestamentliche Wort wird ausgelegt auf Christus. Ja? Zungenrede musste ausgelegt werden. Er musste erklärt werden. Und auch diese Gleichnisse, die Jesus hier sagt, die müssen erklärt werden, die müssen ausgelegt werden. Jesus hat diese Worte in Sonderheit seinen Jüngern ausgelegt, und zwar Stück für Stück. Diese Himmelreichsgleichnisse, die stellen meiner Meinung nach einen Zyklus dar. Das ist ein ganzes Programm, was Jesus da abspult. Das hat einen Beginn, das hat Struktur, das hat einen Abschluss. Die Worte Jesu, die darf man nie unterschätzen. Wenn der Herr Jesus redet, muss man gut zuhören. Denn siehe, hier ist mehr als Salomo. Muss man sehr, sehr gut zuhören. Er ist das Wort Gottes, ja. Niemand kannte das Wort Gottes so gut wie er. Und diese Himmelreichsgleichnisse, die wir hier kennen oder die wir hier sehen, sind ein ganzer Zyklus. Diese Reihe der Himmelreichsgleichnisse, die beginnt mit dem vierfachen Ackerfeld. Dann kommt das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Dann kommt das Gleichnis vom Senfkorn. Dann kommt das Gleichnis vom Sauerteig. Dann kommt das Gleichnis vom Schatz im Acker. Dann kommt das Gleichnis vom Kaufmann, der gute Perlen suchte. Dann kommt das Gleichnis vom Netz im Meer. Dann kommt das Gleichnis vom König, der mit seinen Knechten richtet. Dann kommt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und dann kommt das Gleichnis vom König, der seinem Sohn Hochzeit machen wollte. Und dann kommt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Dazu gehört noch ein Gleichnis aus dem Markus-Evangelium. Und zwar ist das das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Es ist so, dass Markus nicht vom Himmelreich geschrieben hat, diese Formulierung verwendet hat. Er hat auch vom Himmelreich geschrieben, aber der nennt das Reich Gottes. Und das sehen wir auch in Markus 4, Vers 30, da steht, und er sprach, wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und dann vergleicht er es einem Senfkorn. Und dieses Senfkorn-Gleichnis, das finden wir auch in Matthäus. Und da haben wir die Brücke. Wenn also Markus dieses Senfkorn-Gleichnis unter dem Reich Gottes subsumiert, das Reich Gottes nennt, dann dürfen wir auch noch ein Gleichnis in Markus 4, Vers 26 dazu nehmen. Und das ist vom Wachsen der Saat. Da steht, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und er wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Also Markus hat diese beiden Gleichnisse, nämlich das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Wachsen der Saat, als ein Gleichnis beschrieben, das mit dem Reich Gottes zu tun hat. Und eins dieser Gleichnisse, dieses Gleichnis vom Senfkorn, finden wir auch in Matthäus. Und deswegen dürfen wir auch dieses Gleichnis vom Wachsen der Saat mit dazu nehmen. Dann haben wir 12 Himmelreichsgleichnisse. Viele sprechen von 10, aber ich glaube, dass wir 12 haben. Ja? Könnt ihr mal nachprüfen. Ich möchte gerne euch diese Abfolge zeigen und was das bedeutet. Ja? Ich würde dieses Gleichnis vom Wachsen der Saat einfach mal vorne anstellen wollen als erstes. Dann haben wir folgende Reihenfolge, die zeige ich euch hier mal. Das erste Gleichnis, was wir in Matthäus finden, ist das vierfache Ackerfeld. Da redet Jesus davon, was passiert, wenn das Wort Gottes, was hier als der Same bezeichnet wird, von ihm ausgestreut wird und auf den Weg fällt oder unter die Dornen fällt oder auf den Felsen fällt oder in gutes Land fällt. Er spricht also eigentlich von der Wirkung des Wortes Gottes in den Herzen der Menschen. Und dann kommen Gleichnisse,
die von einer Verunkrautung sprechen oder von einer Vermischung, von einer Durchsäuerung. Das sind drei Gleichnisse, nämlich einmal dieses Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Unkraut und Weizen passen nicht zusammen. Hier geht es um eine Vermischung, die man nicht haben will, eine Verunkrautung. Ja, das ist etwas, wo man sagen kann, das Reich Gottes, das wird immer mehr verunkrautet. Weil unter die Kinder Gottes sich Menschen drunter mengen, die nicht glauben, ja, und die Kirche oder auch Israel immer weiter in diesen Abfall hineinkam. Und das wird hier gezeigt durch dieses Unkraut unter dem Weizen, was sich da drunter gemengt hat. Dann springe ich mal hier zu dem Gleichnis Nummer 5, das Gleichnis vom Sauerteig. Das ist auch etwas schwierig zu erklären, weil der Sauerteig in der Bibel immer eine negative Konnotation hat, eine negative Bedeutung. Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Der Sauerteig, der musste vor dem Passafest aus dem Haus raus. Am Sabbat, am Passafest durfte der Sauerteig nicht im Haus bleiben. Ja, aller Sauerteig musste raus. Sauerteig durfte nicht geopfert werden. Und im Neuen Testament sehen wir an jeder einzelnen Bibelstelle, dass der Sauerteig eine negative Bedeutung hat. In den kirchlichen Kreisen, vor allem in den landeskirchlichen Kreisen, findet ihr aber sehr, sehr oft, dass der Sauerteig hier in diesem Himmelreichsgleichnis als etwas Positives beschrieben wird. Ja, weil dieses Gleichnis beginnt mit den Worten, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig. Ja, und dann sagt man, der Sauerteig ist das Evangelium, was die Welt durchsäuert. So wird das ganz oft ausgelegt. Ja? Ich habe das auch mehrfach gehört in Predigten. Was diese ganze Sache schwierig macht, ist, dass der Zusammenhang des Sauerteigs in der Bibel immer negativ ist. Ja, Paulus sagt, lasst uns nicht Passa feiern im alten Wesen des Sauerteigs, sondern im Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. Also auch Paulus kritisiert den Sauerteig als etwas Negatives. Jesus kritisiert ihn als etwas Negatives. Wenn er sagt, dass sie sich hüten sollen, die Jünger sich hüten sollen vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und die Jünger sagen, haben gedacht, sie hätten nicht genug Brot mitgenommen, dass er sie deswegen tadeln würde. Ja? Die haben das nicht verstanden, was Jesus da sagte. Aber dieser Sauerteig ist immer negativ. Auch im Alten Testament, der musste ausgefegt werden. Da durfte nichts, kein bisschen Sauerteig durfte übrig bleiben im Haus. Das Haus musste vollkommen gereinigt werden vom Sauerteig. Deswegen glaube ich, dass man im biblischen Zusammenhang, und das fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich weiß, dass da extremer Widerstand zum Teil auch gegen herrscht, dass der Sauerteig nach meiner Meinung nach etwas Negatives ist. Genauso negativ wie das Unkraut unter dem Weizen. Das zeugt beides, diese Gleichnisse zeugen beide von einer Durchsäuerung, von einer Verunkrautung, von einem geistlichen Niedergang. Ja, nochmal, ich möchte da gerne mal drauf eingehen. Viele sagen, und ich kenne auch viele, die aus kirchlichen Kreisen kommen, die dann sagen, ja gut, aber da steht ja, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig. Ich würde sagen, das Himmelreich ist gleich, Doppelpunkt, einem Sauerteig, den eine Frau nahm und vermengte ihn unter 3 Scheffel Mehl. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, sondern er sagt, das Himmelreich wird so sein, als ob eine Frau Sauerteig unter Mehl vermengt. Wir dürfen nicht so sein wie die Jünger, die auch nicht verstanden haben, wenn Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Wir müssen das verstehen. Und vor allem muss ich die Bibel mit der Bibel auslegen. Ich verstehe das aber sehr, sehr gut, dass das für viele gedanklich sehr, sehr schwierig ist, ja, weil die das vielleicht auch immer anders gehört haben oder vielleicht auch anders darüber gepredigt haben. Aber ihr könnt schauen, wo ihr wollt. Der Sauerteig ist immer negativ in der Bibel. Es gibt eine Ausnahme. Eine Besonderheit. Und zwar bei den Webebroten. Das waren Webebrote oder Schwingopfer waren das. Die wurden im Heiligtum vom Priester vor dem Altar hin und her bewegt. Ja, so wie der Weber mit seinem Schiffchen immer hin und her geht. Ja, deswegen heißt das in der Lutherbibel Webebrote. Das Hin- und Herbewegen wird damit ausgedrückt. Und da wurden 2 Brote gebracht und die waren mit Sauerteig gebacken. Das wurde zu Pfingsten dargebracht, dieses Opfer.
im Tempel. Und diese beiden Brote sind ein Bild für die Gemeinde aus Israel, ein Brot, und für die Gemeinde aus den Heiden, das zweite Brot. Vor den beiden Broten wurde eine Erstlingsgabe dargebracht. Diese Erstlingsgabe, das erste, was geerntet wurde vom Feld, das ist ein Bild auf Christus. In dieser Garbe ist kein Sauerteig. Diese Garbe ist auch eine lebendige, aus einer lebendigen Pflanze genommen. Ja, das ist Christus, ein Bild auf Christus. Und im Anschluss daran wurden diese beiden Brote, die mit Sauerteig noch vermischt waren, vor Gott hin und her bewegt. Das ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu aus Juden und aus Heiden, aus diesen beiden Heilshaushaltungen, die vor Gott dargebracht werden. Und in uns ist noch Sauerteig, ja. Das ist aber ein spezielles Bild auf Pfingsten, als zu Pfingsten Gottes Geist ausgegossen wurde, als zu Pfingsten in Jerusalem die Gemeinde Jesu begonnen hat und von da aus in alle Welt ging, wovon auch diese Himmelreichsgleichnisse sprechen. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ja. Also wir hätten vom Unkraut unter dem Weizen Niedergang, Verunkrautung. Wir haben ein Gleichnis von einem Sauerteig, der zum Schluss ganz und gar durchsäuert war. Und wir haben auch ein Gleichnis von einem Senfkorn, ein kleines Korn, das groß wird und ein großer Baum wird und dann haben alle Vögel des Himmels darunter Platz. Das klingt für den modernen westeuropäischen Christen sehr romantisch. Da haben wir Assoziationen zu Frühlingsgärten, ja, wo die Vögel in den Bäumen zwitschern. Aber das ist hier nicht gesagt. Hier ist auch etwas gesagt von einem Niedergang. Dass da nämlich ein Baum entsteht, unter dem alle möglichen Vögel ihren Platz haben. Und wenn ihr euch an das erste Gleichnis erinnert, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dann ist ja dort auch die Rede von Vögeln, die die Samen vom Weg aufpicken. Und die Vögel, die werden von Jesus als der Arge bezeichnet, der das Wort Gottes aus den Herzen wegnimmt. Also die Vögel kommen in dem ersten Himmelreichsgleichnis vom vierfachen Ackerfeld überhaupt nicht gut weg. Und ich denke, wir können das auch mitnehmen, weil die Bibel sich mit der Bibel auslegt. Und wenn Jesus das sagt und dieses Bild von den Vögeln verwendet, dann denke ich, dann können wir das hier auch verwenden auf dieses Senfkorn, das zu einem großen Strauch oder zu einem großen Baum wird. Und alle Vögel des Himmels, wo auch immer die herflattern, die finden sich dort ein. Lassen wir das mal so stehen. Ich gehe davon aus, dass alle drei Gleichnisse von einer Verunkrautung, von einer Durchsäuerung und von einem Niedergang des Reiches Gottes sprechen. Ja? Danach kommt das Gleichnis vom Schatz im Acker. Da hat jemand einen Schatz gefunden und geht hin, verkauft alles, was er hat, um den ganzen Acker zu kaufen, damit er diesen Schatz bekommt. Und dann ist ein Gleichnis von einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Perlen gibt's im Meer. Und da gibt's jemanden, der verkauft alles, was er hat, um diese kostbare Perle zu kaufen. Da gibt's einen Schatz im Acker und einen Schatz im Meer. Einen Schatz im Land und einen Schatz im Meer. Dieser Schatz ist meiner Meinung nach ein Bild auf die Gemeinde Jesu. Die besteht aus dem Land, aus dem Schatz im Acker, aus Israel. Und die besteht aus Perlen aus dem Meer, aus den Nationen, aus den Heiden. Jesus deutet hier zwei wertvolle Dinge an, für die er alles losgelassen hat. Ja, er achtete es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, zu einem schändlichen Tod. Gott, Jesus hat alles abgegeben, alles dahingegeben, um diesen Schatz im Acker, die Gemeinde aus Israel, und diesen Schatz aus dem Meer, die Gemeinde Jesu aus den Nationen, aus den Heiden, zu erwerben und sich selbst zu erwerben und zu kaufen. Das ist ein großes Geheimnis. Und danach kommt das Gleichnis von dem Netz im Meer, wo ein Netz ausgeworfen wird ins Meer und allerlei Gattungen von Fischen wird gefangen. Das, ich sage das mal so ganz, ganz flach, dass ihr wisst, was ich meine. Das ist die Heidenevangelisation. Da kommen die ganzen Menschen aus allen Völkern der Welt, die werden alle gesammelt. Das Netz ist das Evangelium. Und Jesus beschreibt den Niedergang Israels, Israel, das komplett durchsäuert war, das komplett verunkrautet war, der Weggang Jesu von seinem Volk, um
diesen Schatz der Gemeinde Jesu zu erwerben aus Israel und aus den Nationen. Und dann beschreibt er hier in dem Gleichnis von dem Netz im Meer die Zeit der Gemeinde, während die Gemeinde sich zum allergrößten Teil aus den Völkern der Welt rekrutiert. Aus allen Ländern der Erde, ja, wo auch immer ihr hinschaut. Und wenn ihr die großen Zeiten der Christenheit sehen wollt vor Augen, dann schaut euch doch an, in welchen Ortschaften überall Kirchen stehen. Schaut euch an, wie teuer die gebaut waren. Das waren ja, damals gab's ein paar Lehmhütten und vielleicht ein Fachwerkhaus, aber nicht aus Sandsteinblöcken gemauerte große Gebäude. Das war sehr, sehr teuer. Ja, aber in jedem kleinsten Dorf in Europa findet ihr Kirchen, ja, die gebaut wurden, wo Menschen wirklich ihr Hab und Gut rein investiert haben. Wenn ihr also Zeugen sehen wollt vor Augen einer großen Zeit der Christenheit, wo das Netz ausgeworfen wurde ins Meer, ja, dann könnt ihr das sehen an den vielen, vielen, vielen Kirchen, die wir noch haben. Die sind heute leider leer, vielfach, ja, weil die Leute anderes zu tun haben. Nicht Besseres, anderes zu tun haben, leider. Wir leben in einer Zeit, die auch wieder einen Niedergang hat. Einen Niedergang im Glauben. Aber es sind immer noch ein paar übrig. Und das war im Alten Testament so und das ist im Neuen Testament auch so. Und über die paar, die wir haben, da freuen wir uns sehr. Ja. Aber wir haben eine Zeit, wo dieses Netz, wo diese Evangelisation der Heiden, wo dieses Gläubigwerden der Heiden, dieses Kommen der Heiden zu Jesus Christus, wo das seinem Ende zugeht. Ja. Ich habe schon mal gesagt, wenn man im Alltagsleben, irgendwo im Geschäftsleben von Gott spricht oder noch schlimmer von Jesus Christus, dann ist den Leuten das peinlich. Die bekommen dann so einen verkniffenen Gesichtsausdruck. Der hat von Gott geredet, hat Jesus gesagt. Das ist den Deutschen peinlich. Ihr könnt eher mit Muslimen über Gott sprechen oder auch mit Südeuropäern oder auch mit Leuten aus arabischen Ländern. Die haben nicht das Problem. Amerikaner, ja, ich habe einen amerikanischen Freund, Sportlehrer, mit dem kann man übergangslos vom Fußball zum Evangelium wechseln. Ja, das ist für die nicht peinlich. Aber gerade für uns Deutsche ist das ist unangenehm. Ob das Gott auch unangenehm ist, mit Deutschen zu tun zu haben? Es ist hart, ich weiß das, aber es hilft ja nichts, drum rumzureden. Ja? Solche Zeiten haben wir. Hier müssen wir unseren Blick aber etwas weiten. Wir müssen etwas die Perspektive erweitern. Nicht nur das sehen, wo wir uns im Moment drin wiederfinden, sondern hier geht es um ein Netz, das ausgeworfen wird und allerlei Gattung wird gefangen. Ja, da ist auch Vermischung drin. Ja, auch in den Kirchen ist Vermischung, auch in den Gemeinden ist Vermischung. Der Watchman Nee hat mal gesagt, ich kenne keine perfekte Gemeinde. In dem Moment, wo ich einer perfekten Gemeinde beitreten würde, wäre sie ja nicht mehr perfekt, weil dann wäre ich drin. Das ist eine sehr schöne, bescheidene Art. Und ich höre immer wieder auch im Internet, dass man über die Kirchen schimpft, über die Landeskirchen. Denkt dran, wenn ihr mit dem Finger auf jemanden zeigt, es zeigen immer drei Finger auf euch zurück. Und es hat keinen Zweck, ganze Denominationen abzuqualifizieren. Es geht um die Menschen. Es geht um die Menschen, die dort sind. Ja. Und mir ist vollkommen egal, in welcher Denomination die sind. Vor einiger Zeit hat mich ein katholischer Bruder angerufen, hat gefragt, ob ich in ihre katholische Kirche kommen würde. Er hat einige Clips im Internet gesehen und ob ich da Bibelstunde halten würde. Natürlich mache ich das. Ja. Ich bin kein Freund der katholischen Theologie. Ja. Ich mag die evangelische Theologie sehr. Und über die Theologie hinaus mag ich eigentlich Gottes Wort. Ja, darum geht's ja eigentlich. Aber wenn da jemand ist, der Interesse hat an Gottes Wort, warum soll ich da denn nicht hingehen? Wenn man mich in einer Moschee predigen ließe, dann würde ich das auch tun. Ja? Wenn da Menschen sind, die fragen nach Gottes Wort, warum sollen wir da nicht hingehen? Das heißt ja nicht, dass wir uns dann direkt da gleich machen müssen mit. Ja? Aber die Missionare sind ja auch zu uns heidnischen Germanen gekommen. Zu uns wilden, ungezügelten Germanen haben das Evangelium gebracht. Ja? Was für ein Segen, was für ein Glück. Gut. Wir sehen schon langsam, dass Jesus hier ein Programm zeigt. Jesus spricht von jemand, der das Wort Gottes ausstreut, was ganz unterschiedliche Frucht bringt. Ja, bei manchen greift das Wort, manche verstehen das Wort, wie die Frau am Jakobsbrunnen. Manche brauchen ein bisschen dazu, wie der Nikodemus. Aber in manchen geht das Wort einfach auf und manche hören das Wort und gehen einfach weiter. Und es tropft von ihnen ab. Ja.
Aber auch hier müssen wir uns in die Perspektive von damals hineinversetzen, in die Perspektive, die Jesus hatte in seiner damaligen Situation. Und der war noch unter Gesetz, der war noch im Volk Israel und es gab noch keine Heidenmission, es gab noch keine Christen und es gab bei den Germanen noch keine Kirchen. Das ist ein Text, der 2000 Jahre alt ist. Und deswegen glaube ich, dass Jesus mit dem Unkraut unter dem Weizen und mit dem Gleichnis von dem Senfkorn und mit dem Gleichnis vom Sauerteig den Niedergang Israels beschreibt, den Weggang Gottes, weil Israel komplett durchsäuert ist und komplett verunkrautet. Und dann Jesus von einem Schatz spricht, den er heben will. Einen aus dem Land Israel und einen Schatz aus dem Meer, nämlich diese köstliche Perle. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und dann beschreibt er in diesem großen Fischzug, wo allerlei Gattung gefangen wird, die nachher auch aussortiert wird, ja, beschreibt er diese Zeit des Evangeliums unter den Völkern dieser Welt. Und in diesem Gleichnis spricht er auch schon vom Ende. Ja, denn am Ende kommen dann die Engel und sortieren alle Fische aus. Da ist vom Endgericht die Rede. Ja. Und eine Andeutung darauf hat er auch schon mal bei dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen gemacht, wo auch die Engel, die Schnitter nachher kommen und abmähen. Ja, und wo das Endgericht kommen wird. Nach diesem Gleichnis von dem Netz im Meer spricht Jesus dann von einem Gleichnis von einem König, der mit seinen Knechten rechtet. Dass nämlich einer dem König schuldig gewesen ist und er dann den König gebeten hat und hat gesagt, vergib mir, ich will dir alles zurückzahlen. Und der König gibt ihm Aufschub. Und im gleichen Atemzug geht dieser Knecht zu jemand anderem, der ihm schuldig ist. Und den bedrängt er so hart und so scharf, dass er ihn ins Gefängnis werfen lässt und den nicht vergibt. Und dann kommt der König und nimmt den und wirft den auch ins Gefängnis und sagt, du bleibst da drin, bis der letzte Heller bezahlt ist. Ja, da geht's ums Vergeben. Im nächsten Gleichnis geht's um die Gnade, um das, was Gesetz und Gnade ist. Ja, ja, kurz war der Strom weg von meiner Kamera. Also meine Frau und ich, wir haben am Frühstückstisch da lange diskutiert drüber, über Vergebung und Sünde behalten und nicht vergeben. Was aber nicht heißt, dass man sich rächen soll. Und auf der anderen Seite dann wieder die Aussage Jesu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hat Jesus ja auch niemand um Vergebung gebeten. Wie kann man das verstehen? Wie hängt das zusammen? Und hier geht's auch um ein Gleichnis von der Vergebung, wie der König vergibt. Und der König ist Jesus. Und wenn wir ihn um Vergebung bitten und von ihm Vergebung bekommen haben, dann sollen wir denen, die uns Schuldner sind, auch vergeben. Ja? Beide bitten um Vergebung. Ja? Der eine bittet den König um Vergebung und der bei ihm Schulden hatte, bittet ihn auch um Vergebung. Und wo eine ernsthafte Bitte um Vergebung ist, da sollen wir vergeben. Der König vergibt, aber dieser Knecht, der hat nicht vergeben. Und diese Herzensehrlichkeit, die sollen wir nicht haben. Ja, also wenn uns jemand aufrichtig um Vergebung bittet, sollen wir vergeben, keine Frage. Wenn uns jemand nicht um Vergebung bittet und trotzdem schuldig geworden ist an uns und wir das tragen können, dann sollen wir auch vergeben. Wenn jemand sehr schuldig an uns geworden ist und wir das nicht tragen können oder ihr das nicht tragen könnt, dann dürft ihr diese Sünde behalten. Ja, das klingt sehr unchristlich, ich weiß. Das steht aber so in der Bibel. Und wenn ihr Not habt mit einer Schuld, wo sich jemand an euch vergangen hat, an Geld und Gut oder leiblich oder seelisch, dann lest schon mal einen Rachepsalm. Googelt das mal, Rachepsalmen Davids. Und diese Rachepsalmen dürft ihr beten. Und danach geht's eurer Seele besser. Gott weiß auch, was geschehen ist. Ja, ich sag das seelsorgerlich. Ich weiß auch, dass es eine Menge Leute gibt, die sehr hartherzig sind. Für die gilt das nicht. Die müssen Vergebung lernen und für die gilt dieses Gleichnis hier. Die müssen vergeben lernen und die müssen vielleicht manche Dinge aufräumen in ihrem Leben. Aber die geschädigt worden sind und eine große Not haben und eine Seelennot haben, damit denen sage ich ganz einfach, ihr dürft Sünde behalten. Und ja, ich weiß, dass das sehr unchristlich klingt. Das ist aber nicht unchristlich. Unchristlich ist jemandem, der so eine große Not im Herzen hat, dann auch noch aufzuerlegen, vergeben zu müssen und zu sagen, wenn du nicht vergibst, dann vergibt dir Gott auch nicht und dann kommst du in die Hölle. Das ist unchristlich, denn da ist jemand geschädigt worden und der muss jetzt vergeben und wenn er nicht vergibt, dann kommt er in die Hölle
Und er verdirbt noch sein eigenes Leben. Das ist unchristlich. Jemandem, der sowieso eine Not hat, noch so eine Last aufzulegen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas machen kann, ja. Statt mal zuzuhören, vielleicht mal mitzuweinen und zu sagen, das schmerzt mich, wenn du das erzählst. Oder wenn jemand Verantwortung hat oder die Möglichkeit hat, in der Gemeinde zu sagen, darf ich das verwenden? Ich gehe zu dem hin und sage dir, du musst das wieder in Ordnung bringen. Das ist christlich. Aber zu sagen, ja, du musst jetzt auch noch vergeben obendrauf, das ist unchristlich. Ich kann das hier nur streifen, weil das ist ein Riesenthema und das hat Monate gebraucht. Meine Frau und ich am Frühstückstisch, war sehr interessanter Exkurs. Und wir sind da zu einer ganz fröhlichen Aussage gekommen. Ja, nochmal, wenn du eine Not hast in der Seele, weil sich jemand ernsthaft und schwerwiegend an dir vergangen hat, google nach den Rachepsalmen und lese die laut vor und schrei die Gott ins Ohr. Gott wird hören. Ja. Danach geht's der Seele besser. David hat diese Rachepsalmen nicht umsonst geschrieben. Und auch Paulus ist in manchen Sachen sehr frontal und sehr klar. Ja. Er sagt, wenn einer falsch lehrt, dem muss das Maul gestopft werden. Ja. Wie gesagt, ich weiß, dass das unchristlich klingt, wenn man sagt, dass man Sünde behalten darf und dass man manche Dinge nicht vergeben muss, sondern dass das, was wir binden auf Erden, auch im Himmel gebunden sein muss. Aber ich weiß auch, wie groß die Seelennot bei manchen ist, die damit rumlaufen und ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen haben und dann diese Not im Herzen haben und die seelischen oder die psychischen Schäden tragen und dann auch noch nicht mehr glauben, dass ihnen Gott auch nicht mehr vergibt. Ja, das geht nicht. Das hat Jesus auch nie so gesagt. Ja. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch die Blogs an. Ja, das ist eine Herzensnot, die ich da habe, weil ich sehe, dass diese Worte, die ach so fromm klingen, wir müssen allen immer alles vergeben. Das sagen Leute, die noch nie so geschädigt worden sind. Die reden vom grünen Tisch. Ja, in dem Moment, wo die selber sowas erfahren, fangen die an, darüber anders zu denken. Ja. Gut. Das Gleiche ist vom König, der mit seinen Knechten rechnet, vom Vergeben. Großes, wichtiges Thema. Dann kommt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ja, manche arbeiten nur ganz kurz, manche arbeiten ganz lang, weil die sind schon frühmorgens in Dienst gestellt worden und manche sind erst mittags in Dienst gestellt worden. Und als sie abends fertig sind, da kommt der Herr des Weinbergs und gibt allen gleich. Und da beschweren sich natürlich die lange gearbeitet haben. Und dann sagt er, wieso, ihr wart doch einig mit mir. Warum schaut ihr so scheel, sagt er, warum seid ihr so neidisch auf die, denen ich denselben Lohn gebe wie euch? Ich bin großzügig zu ihnen. Ja, das heißt, alle bekommen den gleichen Lohn. Alle bekommen ewiges Leben. Manche kommen früh zum Glauben. Manche kommen spät zum Glauben. Manche kommen zum Glauben als Kinder oder als Jugendliche. Manche kommen als alte Leute erst zum Glauben. Alle bekommen ewiges Leben. Manche haben durch ihren Glauben vielleicht über Jahre und Jahrzehnte hinweg schwierige Zeiten erlebt. Frag mal die älteren Russlanddeutschen. Manche haben ihren Glauben relativ entspannt und luxuriös leben können. Fragt mal die europäischen die Westeuropäer, wie die ihren Glauben leben. Ja, da gibt's große, große Unterschiede. Alle bekommen nachher den gleichen Lohn. Alle bekommen ewiges Leben. Ja, ist die Frage, wie viel Frucht sie gebracht haben. Ja, aber das sind zwei wichtige Dinge, die Jesus hier in diesen Himmelreichsgleichnissen zeigt. Einmal vom Vergeben. Und einmal von dem Lohn aus Gnade, was Gnade ist, was unverdiente Belohnung ist. Ja, das sind so die Eckpunkte des neuen Bundes, die Jesus hier erwähnt und die er hier beschreibt. Und dann kommt das Gleichnis vom König, der seinem Sohn Hochzeit machen wollte. Aber die Leute haben gesagt, oh nee, ich habe keine Zeit, ich habe gerade ein Grundstück gekauft. Das muss ich mir anschauen. Oder ich habe gerade einen Ochsen gekauft. Ich bin auch knapp dran und mein Zug geht, ich kann jetzt gerade nicht, ja, oder ab nächstes Jahr. Ich habe auch gerade im Geschäft zu viel zu tun und ich habe jetzt gerade keine Zeit, ja. Und dann sagt der König, dann geht doch an die Hecken und Zäune und holt die Landstreicher rein und wer auch immer kommen will. Erste werden Letzte und Letzte werden Erste. Auch ein Charakter, ein Paradigma des neuen Bundes, dieses Himmelreichs, dieses Geheimnisses des Himmelreichs in Christus, dieses Geheimnis der Leibesgemeinde Jesu. Das was ganz, ganz Feines, ja. Erste sind Letzte und Letzte sind Erste. Und dann am Ende kommt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen, weil das sehr, sehr kompliziert ist. Lasst uns das mal noch aussparen, bitte, ja.
Hier steht, dass Jesus seinen Mund auftut in Gleichnissen und ausspricht die Heimlichkeiten vom Anfang der Welt. Und dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, das ist wirklich kompliziert. Ich weiß von einem Mann, der hat über diese 10 Jungfrauen gepredigt und hat da 10 Kassetten voll gepredigt. Früher gab es so diese 10 Kassetten, die dauerten 60 Minuten oder 90 Minuten. Und über diese 10 Jungfrauen hat er 10 Kassetten gepredigt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin froh, dass der nicht über die 144.000 gesprochen hat, weil es wäre dann wahrscheinlich noch umfangreicher geworden. Aber das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Vielleicht können wir das in der nächsten Folge mal machen. Ja, seid mir nicht böse, aber lasst uns das mal noch aussparen. Da geht es um ein Geheimnis Israels in der Endzeit. Es gibt ja auch Zuschauer von außerhalb. Wenn ihr Spaß habt, schreibt vielleicht was in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Freue ich mich drüber. Und vielleicht können wir das beim nächsten Mal auflösen. Aber das ist sehr umfangreich. Ich wollte euch zeigen, dass diese Himmelreichsgleichnisse ein ganzes Programm zeigen. Ein Programm vom Niedergang Israels, von seiner kompletten geistlichen Durchsäuerung und Verunkrautung über dieses Geheimnis der Gemeinde, ein Schatz im Acker, eine Perle aus dem Meer, die Zeit der Gemeinde unter den Nationen, wo ein großes Netz ausgeworfen wird und viele, viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und immer wieder auch die Andeutung auf das Endgericht, das Jesus da macht. Das sind Geheimnisse, Heimlichkeiten von Anfang der Welt, die im Alten Testament verborgen waren, die Jesus hier zeigt. Ja, diese, ich will immer Heidenmission sagen, aber das Wort ist so schrecklich, mit so sehr schrecklich negativen Assoziationen verbunden. Ja, deswegen ringe ich da immer so ein bisschen um Worte. Aber dass das Evangelium über 2000 Jahre unter den Völkern der Welt war und Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus und am Ende wird aussortiert. Und die haben allerlei Gattung gefangen. Dieses Evangeliumsnetz hat allerlei Gattungen gefangen. Ja, da geht es auch schon um das Endgericht. Und dann kommt dieses Gleichnis vom König, der mit seinen Knechten rechnet. Da zeigt Jesus die Eckpunkte und die Grundprinzipien der neutestamentlichen Gemeinde, ja, vom Vergeben, vom Gnadenlohn, vom Lohn aus Gnade und das Erste, Letzte und Letzte, Erste sind. Und dann geht er wieder zu Israel zurück und spricht ein großes Geheimnis, was für uns heute auch noch Zukunft ist. Und damit schließt sich dann dieser Reigen ab. Ich finde das großartig. Ich finde das didaktisch hochgenial. Ich finde das gleichzeitig auch erschreckend, wenn der Heiland der Welt sich von Israel abwendet, weil sie derart verstockt waren und herzenskalt und selbstgerecht und gesetzesverliebt und vielleicht verliebt in ihre Schriftgelehrtheit, dass er sich von diesem Volk abgewendet hat. Und die gleiche Gefahr haben wir heute als Christen auch. Und zwar genau diese Dinge. Diese schmatzende Selbstzufriedenheit des modernen Christentums wird ihm zum Gericht. Ja. Wir sind in dem Sinn als Christenheit in derselben Gefahr wie Israel auch. Ich habe gerade keine Zeit. Ich habe ein Grundstück gekauft. Das muss ich mir anschauen. Ich habe eine Immobilie gekauft, da muss ich die Mietverträge prüfen. Ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft oder damals einen Ochsen. Ja, ich habe andere Dinge zu tun. Ist mir auch ein bisschen peinlich, über Gott zu sprechen. Ja, so geht es heute oft auch bei uns. Und ich befürchte, dass wir gar nichts anderes erleben werden wie Israel auch. Und ich befürchte, dass Gottes Wort uns irgendwann auch unverständlich wird, wie auch in Jesaja mal steht, ja, wenn einer dem anderen ein Buch gibt und sagt, lies das doch, und er sagt, ich kann das nicht lesen, kann das nicht verstehen, dass irgendwann Gott auch sein Evangelium verhüllt und das Evangelium niemand mehr versteht. Wir leben in unruhigen Zeiten, in aufgewühlten Zeiten, in Zeiten, wie die Welt sie kaum gesehen hat. Und trotzdem gilt immer noch dieses Wort Gottes. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich mich zum Herrn Jesus bekehrt habe. Vor vielen Jahren, ohne irgendwelche Krisen in meinem Leben, ja, sondern
weil ich einfach keinen Sinn mehr hatte in meinem Leben. Ich habe keinen Sinn gefunden in meinem Leben. Später habe ich gesehen, dass ich Vergebung der Sünden brauche und dass Jesus sie hat und für mich auch hat. Ja. Und dann kamen Jahre und Jahrzehnte, wo das Evangelium so wachsen konnte. Und jetzt kommt eine Zeit, wo ich sehe, wie wertvoll das war, dass ich jetzt auf einem Felsen stehen darf, der Jesus Christus heißt. In so Zeiten wie jetzt. Und ihr auch. Wenn ihr an Jesus glaubt, dürft ihr auch auf diesem Felsen stehen. Egal wie verworren die Zeiten sind. Und ihr bekommt Nachricht aus diesem Wort Gottes. In unsere Zeit hinein. Trost, Kraft, Zuversicht, Gelassenheit, Trotz, Festigkeit, ja, Perspektive, Ausblick, Sinn, Wahrheit, Liebe, einen Vater im Himmel, der für uns sorgt. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ich kann nur jedem, der vielleicht hier auch zuschaut, ganz herzlich raten, wendet euch diesem Gott zu, wendet euch Jesus Christus zu. Betet, räumt euer Leben auf, bringt euer Leben in Ordnung, sorgt dafür, dass ihr den Rücken frei habt und wendet euch diesem Gott zu. Die Zeit läuft ab. Und ihr seht ja jetzt auch schon, es ist ja kaum möglich, noch in den Gottesdienst zu gehen, es ist kaum möglich, mit seiner Frau einen Pfarrer zu besuchen, weil dann ist man schon ein Ehepaar, da darf man ja überhaupt gar nicht mehr. Ja? Ihr merkt, die Türen gehen zu. Jesus sagt, es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Wir sind im Abendrot der Weltgeschichte. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Sache mit Jesus klar machen. Das ist der Kernpunkt, ja, von dem allen. Baut euer Haus auf den Felsen. Ja? Der Fels ist da, noch. Die Möglichkeit ist da, die Gnadenzeit ist da, noch. Nutzt die Zeit. Ich schließe ab. Ich wollte euch diesen Reigen einfach hier zeigen, dieses programmatische Abfolge von Gleichnissen, die alle miteinander in Verbindung stehen und die alle in Erfüllung kommen, auch dieses letzte Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu lang geworden. Ich hoffe auch, dass es, naja, vielleicht für euch eine Möglichkeit ist, die Gleichnisse einfach mal aufzuschreiben. Schreibt die doch mal in eine Excel-Tabelle, ja, in jede Spalte ein Gleichnis. Habt ihr 12 Spalten, dann macht er so ein paar Zeilen und dann schreibt er in die Zeilen rein, was der Inhalt dieses Gleichnisses ist. Und vielleicht hat dieses Video ja heute Abend dazu geholfen, mal so eine Perspektive zu bekommen. Nehmt euch eine gute Tasse Kaffee oder Tee, ja, dazu oder Kakao und setzt euch einfach in Ruhe hin und schreibt es mal so untereinander. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Bibelarbeit. Schaut mal in Markus, wo das steht, ja, und wo die Parallelstellen sind. Und dann breitet sich so ein Bild vor euch aus, eine Perspektive aus, über dieses Geheimnis des Himmelreichs und über die Heimlichkeiten, die verborgen waren von Anfang der Welt in Christus. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, wünsche euch Gottes Segen, wünsche euch viel Gesundheit, ich wünsche euch viel Gelassenheit, ich wünsche euch Mut. Ich wünsche euch, ich sage immer so gerne, Glaubenstrotz. Ich finde es schade, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Ich freue mich, wenn das mal wieder möglich sein sollte. Wir wissen das ja nicht. Ja, freue ich mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin bleibt beim Herrn Jesus, bleibt gesund. Und ich freue mich, wenn wieder gemeinsame Gottesdienste möglich sind. Ja, alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.